Okay, also wir haben wieder Fleisch. Das ist doch schön. Das ist eine blaue Blume. Die sieht anders aus als die anderen blauen Blumen. Ist das was Besonderes? Nee, schade. Ist nur einfach Blumenergänzung zu den anderen bunten Farben. Ob 250 hat der Elch? Okay, gut, nee. Das würde ja noch länger dauern als Wolf oder Bär. Oder? Ja, da bist du ein bisschen zu Gange. Ja, das glaube ich auch, ja. Definitiv. Oh, den Riegel, den heben wir auf für schlechte Zeiten. Du hast deinen Riegel inzwischen gegessen, weil du hattest ihn letztes Mal wieder entdeckt bei dir in deiner Kiste da. Genau, ich glaube, ich habe ihn bestimmt gegessen. Okay. Auch gut, momentan haben wir ja keinen Notstand. Ja, nee, momentan läuft ganz gut. Läuft. Auffüllen. Genau. Hachipuli Monemu. Muli, Muli, Muli. Ja, Moli Molikuli. Ende Moli. Okay. Okay, das ja. hilft mir. Wenn das so ist, dann ist das halt so. Ja, ausnahmsweise mal. Zwei Elche schon. Jetzt ein Baby-Elch und dann hätte man zumindest wahrscheinlich bloß die Hälfte an Hitpoints, die man killen muss. Ja, ich glaube, die Elche haben auch irgendwas, was man braucht später, ne? Geweih oder so? Ich glaube, die haben auch irgendwas. Okay. Kann sein, ja. Naja, Pumas werden später noch gejagt. Ja, genau. Das weiß ich noch, das hattest du doch mit diesen auf einer Foundation hinsetzen und dann Ja. funktionierte das. Ne? Ja, richtig. Wenn die richtig sitzt, weil auf die Foundation kommen die Tiere nicht drauf. Ja, so war das, gell? Genau, die Werkbank, die wollte ich bauen. Was brauchten wir hier? Wir brauchten für die Werkbank noch. Nochmal 7 Bretter. Na, das sollte kein Problem sein. In der Zwischenzeit. Da das Erz nochmal reinpacken. Zum Glück sieht keiner, dass ich zweimal nicht das Hühnchen getroffen habe. Kenne ich. Aber jetzt beim dritten Mal. Und immerhin habe ich einen Pfeil wiedergefunden. Oh, sehr perfekto. Immerhin. Hühnchen. Das Nase. Nein, nicht weglaufen. Bleib stehen, bleib sitzen. Genau, sag's ihm, er soll sitzen bleiben, so. Ja, bleib sitzen. Ich will dich nicht. Ich will nur kuscheln. Oh, kuscheln, nicht anfassen. Okay. Okay. Die lieben Hasen. So, die Bäume hatte ich, glaube ich, Zum schon. Frühstück 2 Big Mac und ein Backfisch. Ah, das erinnert mich an meine Single-Zeit. Okay. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Außer ich hätte ihn übrig gehabt, nachdem ich abends aus der Disco oder nachts aus der Disco kam und dann neben's Bett gelegt, so in der Kiste und dann früh ist wach geworden, dann so, okay, ja, das passt. Aber sonst. Nee, nö, nö, nö. Nö, nö. Das muss nicht. Warte. Jetzt. Jawohl. Mach ihn den gar und den aus. So, da war der Bär. Oh Gott, der kommt aber jetzt hier. Geh mal weg, Bär. Geh mal in die andere Richtung. Das ist uncool, was du da probierst. Aber wahrscheinlich hat der Heiko gerade Nachtschicht gehabt und deswegen ist das jetzt sein Frühstück. Also eigentlich sein Abendbrot quasi. Ja, vermute ich mal. Sozusagen. So, das gute Nachtabendessen. Lass es dir schmecken. Genau. Big Mac, gibst du was heutzutage noch? Ja, hole ich mir immer bei Ben Meckes. Das noch so richtig mit Fleisch oder ist das schon mit?
Imitaten und keine Ahnung was. Wie handhaben die das da gerade? Wie sind die auf dem Ökotrip schon inzwischen oder noch nicht so? Ja, vegane Burger kriegst du auch, ja. Aber keine Ahnung. Schmecken die? Hat das mal einer von euch probiert so? Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns war es öfters mal Maggis. Jetzt leider seit gut einem Jahr nicht mehr, weil unser hier hat nämlich zugemacht. Ah ja, ja, wird seinen Grund gehabt haben, oder? Ah, das war der kleinste Maggis in Deutschland. Ach so, ja, ja, okay. Gut. Und der hat einfach zugemacht. Das ist nicht nett, oder? Das ist... Nicht nett. Schon fies, wenn das mit einem gemacht wird, also... Ja, ich bin da mal gerne mit meiner Kühlbox hingefahren und hab dann bestellt für die ganze Familie und dann alles in die Kühlbox gepackt, die ja auch gut wärmen kann, wenn da nicht gekühlt wird drin. Ja, das ist richtig, ja. Und dann ab das nach Hause. Mein Sohn hat es geliebt, wenn wir dann mal unterwegs waren und ich hab dann zu ihm gesagt, ach komm, wir gehen mal zum Maccas. Und dann sagte er, ja, geil. Und dann bin ich mit ihm mal an den McDrive gefahren, mal nicht rein. Und habe ich bestellt, haben im Auto gegessen. Oh, der hat, weiß ich nicht, das war für ihn so ein Glücksmoment. So im Auto futtern. McDonald's. Ja, wenn es nochmal, wenn es was Besonderes bleibt, so nach dem Motto, dann ist das ja immer so ein Event. So. Inzwischen denkt man immer so, das Kind geht alle 3 Tage mit den Eltern hin, dann haben die ihre Ruhe. Und das ist aber auch alles, was sie mit dem Kind dann machen dort. Da ist dann dieser Genussmoment, glaube ich, gar nicht wirklich da. Ah, da muss ich aber ganz ehrlich sagen, also alle paar Tage, das wäre mir zu teuer. Also so als vierköpfige Familie sind wir da schon locker unsere 50, 60 Euro losgeworden. Ja, ja, vor allem, du haust dem Kind nur Unsinn, oder ihr haut euch ja nur unsinniges Essen rein. Also es sind ja keine Kalorien, die oder nichts Gesundes, was hängen bleibt. Es ist ja nur Schrott, dass mal so, wie du sagst, diesen Glücksmoment so kurz lebt und ansonsten voll die A-Karte quasi. Ja, genau. Nee, also, jetzt ist es tatsächlich, wenn wir mal eine längere Reise haben, so ein paar Stunden wegfahren oder so, dann gönnen wir uns das auch mal, aber wenn wir hier jetzt zu Hause sagen, Essen bestellen, dann ist es meistens Pizzeria, also eine Pizza, weil der einzige ist, der eigentlich hier bei uns liefert. So, du kannst ja nicht mal online bestellen bei uns, du musst ja noch anrufen, altmodisch. Ja, okay, gut. Das ist dann... Also, bei einem können wir online bestellen und auch online bezahlen. Der habe ich einmal ausprobiert. Oh, Alter, das war so überhaupt nicht mein Geschmack. Okay. Weiß ich nicht. Also, habe ich gesagt, okay, ich verzichte. Ja, gut. Wenn es nicht schmeckt, warum sollte man sich das dann antun? Ne? Ja. Ja. Aber da muss man auch dazu sagen, ich glaube, ist ein chinesisches Lokal, was alles Mögliche anbietet. Über Hamburger, über Pizza. Eigentlich viel zu viel, wo du schon sagst, okay, der Koch kann sich gar nicht auf eine Sache konzentrieren. Ja, wahrscheinlich kriegt er die Vorgabe so nach, wir bieten alles an, weil es keinen gibt hier. Dann bieten wir alles an, dann decken wir mehr ab. Aber naja, gut. Wenn du nicht für jeden der so ein Italiener da drin ist, der sich nur um die Pizza, der sich nur um das Chinesische und so, dann ist das, ja, das ist nicht gut, das stimmt. Das ist dann nicht gut. Oh, es regnet, Hilfe, es regnet, ich werde nass. Ist mir egal, ich habe ein Dach drüber. Romantisch essen gehen bei Maccas, ja. Candle for two. Okay, nö, nicht wirklich. Ich habe nach 3 Stunden wieder Hunger, wenn wir bei McDonald's waren. Das stimmt. Du kriegst sehr schnell wieder Hunger. Das ist richtig. Ja. Leider. Aber ich habe wenigstens 3 Stunden habe ich mal einen Kugelbauch. Ja, okay. Nee, das ist tatsächlich ein Essen, das kannst du nicht ewig essen, aber so wirklich für die Kinder, aber auch nicht für die Kinder, auch für mich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich mal zum Maccas gehe, dann freue ich mich auch immer. Weil es nicht immer ist. Es ist vielleicht 2-3 Mal im Jahr, ne? Ja, ja. Ja, das stimmt schon, ja. Dann hat man schon ganz anders. Ja, ja. So. Es regnet, aber schön, dass du schon ein Dach drauf hast. Das freut mich. Bei Tau und 4 Bretter. Dann machen wir ein Fensterding. 1, 2, 3, 4. Und 2 Tau. Dann mache ich als nächstes hier ein Fenster rein und auch noch ein Dach drüber. Das passt dann natürlich gut. Jetzt brauche ich zumindest mal nicht gießen, das ist auch schön. Ach ja.
Wenn ich mich hinstelle, muss ich eigentlich Wasser trinken, oder? Leider ja. Leider ja. Ah, ja. Hätte klappen können. Gemütlich in der Nacht stehe ich hier in meinem Schacht. Genau. Und hältst Wacht bei dem Erz in der Kiste. Gib Acht. Ja, genau. Ah, guck mal, das ist Essen. Das kann ich essen. Ja, ich habe die beide gemacht. Eins habe ich gegessen, eins du, weil ich bin fast voll mit dem Fleisch. Mhm. Dann ist das eine gute... Ne? Ja, eine gute, also ich bin jetzt dreiviertel voll. Aber ich habe noch ein Fleischstück, habe ich noch da, das will ich mir für unterwegs aufheben. Wenn es nicht vorher verschimmelt. Ja, wie gesagt, ich habe der Riegel ist, glaube ich, das Einzige, was immer hält, oder? Und ja, für den Notfall hebe ich mir das lieber auf und dann isst du das Fleisch. Dann läuft das wenigstens. Genau. Ich habe mir ja hier eigentlich bei dem Spiel immer mal so ein Räuchergestell gewünscht, wo man einfach das Fleisch räuchern, um das einfach zu länger haltbar zu machen. Das wäre natürlich geil, ja. Du brauchtest für die Werkbank noch was jetzt nochmal genau? Nee, die ist fertig. Ach so, da hast du jetzt aber auch nichts Neues, was du von damals noch nicht kanntest, irgendwie gefunden, so, wo du sagst, das ist was, das kannte ich jetzt noch gar nicht, so? Doch, bestimmt. Ah nee, warte, mir ist kalt, ich gehe wieder weg. Ach so, ja, nee. Und das, wo du jetzt schon Schlüpfer und Oberteile hast, ja. Ja. Schlimm. Aber ja. Für meine Balken nicht wieder verlieren. Es hat zumindest, ja, das verstehe ich. Es hat zumindest aufgehört zu regnen jetzt schon mal. Mhm. Zack. So. Und als nächstes noch ein Dach da drüber wieder. Holzdecke, genau. 4 Bretter, 2 Seil. Ja. Oh. Schlabberdilotzu. Genau. Aufgehört zu regnen. Ja, das sieht doch so gut aus. Wann kommt der Tag? Wann kommt der Tag? Es ist doch Mai. Es ist schwer zu sehen, weil die Wolkendecke so dicht ist. Ja. Das ist schwer. Rein damit. Okay. Als nächstes müssten Tomaten fertig werden. Und vielleicht die nächsten Karotten schon. Mal gucken. Ja. Es ist durch. Das kommt mit da rein. Ist immer noch kalt. Mal gucken. Ich denke schon, weil. Na, ja. Der Frost. Das war keine Sterne. Aber es gibt hier nicht sowas wie eine Fackel in die Hand nehmen. Also es ist nur die Kleidung, die einen dann tatsächlich schützt, oder? Ja, es gibt Kleidung. Oh, ja. Okay. Na gut. Ja, wenn wir erstmal ordentlich eingerüstet sind, dann fangen wir auch irgendwann an zu schwitzen. Also. ja. Oder man muss die Klamotten immer wechseln, oder? War das nicht irgendwie so? Ja, 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 du. Nachts am besten eine Jacke anziehen und tagsüber am besten die Jacke wieder ausziehen. Ja. Naja, gut, ein Slot, den man dann im Dings hat, aber das geht ja noch. Mhm. Ja, das geht ja noch. Komm, mach das Seil fertig und jetzt die Decke. Ja, irgendwann hat man so die Routine drin für dies und das und jenes und man baut. Und ja, ich glaube, hier kann man dann gut aufs Land hinschießen. Das heißt, hier mache ich wieder eine Wand hin. Ja, hier sind die Beete. Melle hat die irgendwann mal aufs Dach verlagert später, oder? Soweit ich noch weiß. Ja, die hat sie später auf dem Dach gehabt. Da so ist es. Komm, mach das Ding hier hin. Ah, ja. Wird langsam heller, habe ich das Gefühl. Ja, die Sonne müsste langsam wieder aufgehen. Ja. Aber es ist halt noch, ja, 1 Grad. Okay, ich glaube, es funktioniert. Ich kann raus. Raus aus der Hütte. Rinn ins Vergnügen. Mhm. Jetzt gucke ich mal kurz an die Werkbank. Also, nein, das kenne ich. Da ist der bessere. Das ist der Reflexbogen. Dafür brauche ich aber Waffenteile. Eisenbarren. Achso, okay. Waffen. Na gut, Eisen. 8 ist noch hier drinnen. Das heißt, das sind dann wahrscheinlich 4 Barren oder so, oder? Mhm. Oh, das weiß ich nicht. Oh, meine. Ja. Gut, der Gleiter. Den habe ich noch nie gebaut gehabt. Aber das dauert. Mhm. Wozu brauchst du denn einen Gleiter hier? Kannst du gleiten. Also ich habe damals auch gesagt, wo das Update kam, jetzt brauchst du einen Gleiter hier.
Weil ich mir denke, okay, wenn du da oben auf dem Berg bist, aber da ist ja so arschkalt, da brauchst du wahrscheinlich keinen wirklich, aber ja, mein Gott, why not? Warum Ja, nicht? gut, bis dahin dauert es, aber hier sind dann schon die Backformen, der Kochtopf, die Bratpfanne. Backwurm. Ach so, wo drin du dann Gemüse, Obst oder was auch immer halt so. Genau, das brauchst du ja, um dann zu backen, zu kochen auf dem Herd da. Ach, okay. Aber die sind nicht einmalig, die halten, oder? Ja, die sind hier halten, die baust du einmal und dann fertig. Okay, na das, da kann man mit arbeiten, das ist Ach gut. so, hier sehe ich gerade Eisenbarren. Da brauchst du 10 reines Eisen und 5 Kupfer, reines Kupfer. Na Genau. gut. 8 Eisen, Erze habe ich und 4 Zink. Zumindest sind hier noch drin, sagen wir so. Ja gut, und Kristall kriegst du sowieso erst unten in den Höhlen. Aber du kannst in der Werkbank kannst du deine Waffen verbessern, also aufwerten. 3 Stufen, Feuerkraft, Munitionskapazität und Nachladedauer. Also Ja. das dauert auch bis dahin. Du brauchst jetzt gerade nicht dringend den Stoff, oder? Nee, den Stoff, den du sammelst, den kannst du für dich benutzen. Okay, weil ich habe jetzt den Hasen, jetzt habe ich da dran, jetzt würde ich den Ofen machen wollen. Genau. Ich sammle mir einfach mal einen Stoff da unterwegs mit den getöteten Häschen. Okay, das ist gut. So, dann gehen wir mal wieder Bäume klettern. Dann gehen wir mal Bäume klettern und pack die Pistole aus. Oh. Alles Oh, was klar. bist du? Ein Hühnchen. Ein Hühnchen. Du Baum wirst sterben. Möglicherweise. Ja, es ist gestorben. Also der Baum gleich, aber erstmal das Hühnchen. Oh, da kommt schon wieder so ein Dingens, oder? Hier so ein Flugzeug. Flugzeug sehe ich. Okay, der geht irgendwie in die andere. Ah, da stürzt es gerade ab. Da macht es gerade einen Abflug. Stimmt, das fliegt diesmal in die andere Richtung, ja. Ne, jetzt macht das, dreht er ab. Und da kommt aber dann der Zaun, das weiß ich noch, weil da bin ich irgendwie lang und da war, glaube ich, der Zaun gewesen. Ein Bär. Ja, definitiv ein Bär und da war irgendwo auch ein Wolf auf dieser Strecke von hier aus zu sehen. Den Bär sehe ich gerade ziemlich weit. Ziemlich weit. Ich weiß, mir wurde geraten, ich soll da nicht ohne Schusswaffen hingehen. Ich habe aber Schusswaffen. Wollte gerade sagen, du hast jetzt Schusswaffen. Und Armin, ihr Armin. wisst ja, ich mache immer gern das Gegenteil von dem, was ihr mir raten tut. Ja, du weißt ja, dein Spawnpunkt ist irgendwo auf der Karte. Genau. Mehr als sterben können wir nicht. doch, zu Fleisch und zu Fledder werden. So, das nächste. Aber ich habe keine Ahnung, wo der schon wieder abgestürzt ist. Ich habe den jetzt schon wieder aus den Augen verloren. Ja, das ist halt echt schwer hier gefühlt. Ich glaube, dafür ist das Quad später ganz gut, ne? Setz dich drauf und dann kannst du da schnell hinterher düsen oder so. Ja, das vermute ich auch, ja, weil sonst du läufst ja ewig, brauchst einen Haufen Energie. Ich glaube, das ist dann halt echt eine ganze Strecke. Ja. Ich weiß, der ist in die Richtung geflogen. Sieht man da nicht eher mal so eine Rauchschwarte von weitem schon? Hatten wir das letzte Mal gesagt und gehofft, aber ich glaube, Ja, ich wir haben glaube, eine keine Antwort kam Bestätigung. nicht. Ein zweiter Riegel. Hey. Wir brauchen kein Fleisch mehr sammeln. Wir können jetzt von Riegeln ernähren, die voll total lecker sind und so. Vielleicht. Ja. Der Wolf. Aber Ja. Nix, oder? keine Ahnung, wo der sein soll, also. Ja, Das hat Flugzeug mich kannst voll. du auf der Map verfolgen, aber nur wenn da alles nicht mehr schwarz ist, oder? Ah, das heißt, du musst quasi in die Richtung laufen, wo es jetzt ist, damit du das nächste Mal vielleicht Glück hast und siehst das dort, wo es ist, wo es, wenn es dort wieder lang fliegen sollte. Vielleicht. Also du musst, ja gut, so wie du gesagt hast mit dem Lagerfeuer wahrscheinlich. Du musst es frei haben, damit du siehst, wo was ist so. Wahrscheinlich, ja. Das ist viel Arbeit, ja. Warte mal, ist das da nicht? Nee, das ist Felsen, ne?
ein Felsen. Finde ich jetzt nicht nett. Ich will dich doch einmal sehen. Du hast es schon zweimal gesehen. Ach so, ja, du meinst den Absturz quasi. Ja, naja. Na ja. Dann alles aufdecken. Alles von A bis Z aufdecken. Ja. Na, mal gucken. Ich laufe jetzt einfach mal in die Richtung. Vielleicht liegt der ja doch hier irgendwo. Ja. Muss ja auch mal Glück haben. Und wenn nicht, sammle ich nebenbei hier andere Zeug ein. Ja, das noch. Zwei Kisten nebeneinander und ein Metallschrott. Oh. Entschuldigung, drei Kisten nebeneinander und ein Metallschrott. Cool. Es lohnt sich doch mal, 5 Meter weiter vor der Hütte zu gehen. Schön. Ist irgendwas Sanitätsmäßiges? Baut da jemand eine Base? Nein, da baut keiner eine Base außer uns. Da ist ein Jäger. Aber ich sehe kein Lagerfeuer. Doch, da ist ein Lagerfeuer. Echt, so weit draußen baust du? So weit von uns entfernt? Okay. Ich habe ihn gehört. Flieh, lau. Oh ja, er ist hinter mir. Lauf schneller. Das ist... Warte. Bing. Okay, abgehängt. Gott sei Dank. Na gut, im Notfall hättest du ja sowas zum Schießen, aber man will es ja immer nicht provozieren. Ja, ich möchte die Schuss nicht unbedingt für Wölfe verballern oder so. Nicht, wenn es notwendig ist. Verstehe ich sehr gut. Verstehe ich sehr, sehr gut. Zack. Kiste. Alles voller Kiste. Ja, das ist ein schöner Sein. Tun muss sie sammeln, muss sie mitbringen zu die Mario. Mario macht die ganze nette Dinge daraus. Da ist ein Lagerfeuer, aber ich sehe kein Flugzeug. Ein Jäger und ein Lagerfeuer. Das ist nur so ein Wanderjäger wahrscheinlich. Okay. Der ist wahrscheinlich auch auf der Suche nach dem Flugzeug. Der sucht auch das Flug und Zeug. Oh, ich hab da was knacken gehört, ich lauf. Ja, was knacken gehört, okay. War es eine Knackwurst? Ein Bär. Ah, okay. Eine Bärwurst, okay. Eine Bärwurst. das da. Aha, ja, langsam habe ich den Dreh raus, das ist das nächste Chicken. Schön. Freut den Mario. Schade, dass du hier nicht einzelne Töne irgendwie erhöhen kannst. So, ich möchte gern die Jäger und die Tiere lauter machen als die Nebengeräusche. Ja, das stimmt. Da sind wieder die Bienen. Und noch nicht weitergewandert. Schön. Schön. Eieiei. Angst, was? Ist ja schon manchmal, muss ich ja sagen, das Spiel ist ja für Streamer nicht unbedingt so geeignet, ne? Wenn man so mal von den... eigentlich solltest du hier lauschend laufen, aber das wäre für die Zuschauer ziemlich doof, wenn du da hörst. Ne? Alles klar. Ja. Aber dann fiebert man ja umso mehr noch mit. Ja... Vor allem, wenn du noch ein Koop spielst, dann bist du gerade am Lauschen und dann fängst du an zu reden. Hä, was? Der andere labert dann mitten rein in das, wo man so, ich höre nichts, hör auf zu reden. Ja, das glaube ich. Vor allem, wenn man nicht sieht, was der andere gerade macht, so. Also, wenn ich das sehen würde, könnte ich ja in dem Moment auch noch reagieren drauf, so. Aber wenn ich es halt nicht sehe, dann sehe ich nicht, dass du gerade angespannt hier und so. So ist es. Aber eigentlich bist du die ganze Zeit hier angespannt, wenn du in der Umgebung rumläufst. Das stimmt, ja. Das stimmt. Das ist wohl wahr. Theoretisch, ja.